So, herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero Folge 13. Ja. Hashtag läuft. Wir haben einen Fisch. Alter, wir sind Level 1700. Das ist ja nicht schlecht. Okay, okay. Okay. Och nö. Oh. Oh. Na gut. Was machen wir jetzt als erstes? Ich würde mal sagen, wir haben 2,7 E6. Wir könnten... Ja, doch, den Beschafter. Wobei, wahrscheinlich ja doch nicht. Ah, fuck. Wir könnten jetzt ascenden. Das macht wahrscheinlich sogar Sinn. Nachdem ja meine Klicker hier die Ascension bis Level 1700 oder Ebene 1700 durchgeprügelt haben. Mal gucken, ob wir noch mal Primal bekommen. Wir haben auf jeden Fall einige Fischer hier. Ja, läuft. Ich würde mal sagen, warte mal kurz. Ich nehme mal dich kurz raus. Und dann gebe ich mal alle an Atlas. Atlas. Frostgift meine ich doch. Was? Nein. Hab gerade die falsche Taste gedrückt. So, haben wir haben nochmal ein bisschen doppelte Stärke. Mal gucken, ob das was bringt. Oh, jetzt haben wir nochmal vierfache Stärke. Also das reicht jetzt auf jeden Fall für so ein bisschen was. Okay. Ich habe mittlerweile wieder 11 Monster. Und das, obwohl wir Kuma Wakamaru? Bin ich jetzt blöd? Genau, doch Kuma Wakamaru haben. Das heißt, wir hätten jetzt normalerweise schon 13 Monster oder so. Alter Schwede. Das ist echt heftig. Primal Chance von 30%. Tja, dann würde ich mal fast sagen, die Ascension noch weiter durchzuprügeln. Nee. Wir haben jetzt knapp die zehnfache an Hero Souls, was wir, also mehr als zehnfache an Hero Souls, was wir davor hatten. Und viel mehr kriegen wir wahrscheinlich auch nicht rausgeschlagen. Das heißt, wir belassen das dabei. So, dam. Sehr schön. So, nochmal 2 E5 dazu. Sehr gut. Tja, hier nochmal 25 Level bekommen wir leider nicht mehr hin. Dafür ist es zu teuer. Außer wir kriegen nochmal eine Goldkiste. Aha. Naja, selbst mit Gold. Obwohl doch, ne? Noch eine Goldkiste und wir hätten es. Passt raus. Ne, komm, wir senden mal. Bam. So, jetzt könnten wir für 20 transzenden. Das klingt doch schon mal ganz fabios. Machen wir das? Ja, nein, vielleicht. Es wäre auf jeden Fall ein schöner Boost.
Oder gucken wir, ob wir noch eine Ascension durchgeprügelt bekommen. Wir haben jetzt schon zwei, sehr genau, wir haben jetzt schon zwei Ascension durch. Gut, ich mach mal nochmal, ich mach mal eine Transcension. Ja. Bam. So, dann gucken wir mal. Also, zuallererst ihn hier auf 10 Level. Ja. Habe ich richtig gerechnet, kostet 55. Das ist scheiße teuer. Schöne Scheiße. Das heißt, wir werden Kumawakamaru erstmal nicht boosten können. Stattdessen sorgen wir mal lieber dafür. Oder wir machen ein Idle Build, dass wir auf Idle Damage gehen. Würde das Sinn machen? Auf jeden Fall sollen wir erstmal hier ein paar Level holen. Haben wir schon fast das Zehnfache von davor. Es wird aber auch sehr schnell sehr teuer. Ich lasse das mal erstmal so. Tja, Admin wiederum, ne? Der gute Frage. Was investieren wir am ehesten? Ich würde mal sagen, wir lassen die 15 erstmal da, können wir uns noch später entscheiden. Auf jeden Fall haben wir jetzt statt 2,8 2,25%. Das hat also auch nochmal ordentlich geboostet. Das ist ja das Schöne bei der Transcension, man erhöht nicht nur, oder man kann nicht nur hier seine Werte erhöhen, sondern auch die Transcension Power wird erhöht. Das heißt, eine Transcension ist so oder so nichts Verkehrtes. Da kannst du machen, was du willst. So, warte mal ganz kurz. Bevor wir hier weitermachen, Warte. Ach komm, speichern können wir so oder so. Warum nicht? Die Frage ist, achso, klar, können wir gar nicht aufrufen. Na scheiße. Ich muss also so oder so eine Quick Ascension machen. 50. So. Hä? Wir haben trotzdem noch Knichen-Clan zurück? Okay. Sehr schön. Star. Boah, Alter. Hä? Jetzt kommt. Okay. 1000 Start-Damage fürs Klicken. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Kann man machen, auf jeden Fall. Bin ich dafür. Das ist in Ordnung. So. Was wir jetzt am ehesten tun, ist. Erstmal genau, Juggernaut haben wir. Die Frage ist halt, ob wir vielleicht doch zu einem passiven Build wechseln sollten. Ich mach mal die erste Ascension, also ne, die ersten 1-2 Ascension, bis wir einigermaßen Hero Souls haben. Mach ich mal auf jeden Fall aktiv. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht zu einem passiven Build wechseln. Ob das Sinn macht. Oder wir machen halt ein Kombi-Build. Das war sowohl aktiv machen, aber auch die passiven Antiken mit reinholen. Damit halt auch zwischen den Folgen, weil wie gesagt, ich will eigentlich nicht den Browser die ganze Zeit offen haben, sondern ja, halt geschlossen sein tun sollen. Das dann quasi auch während der Browser geschlossen ist, also das Spiel idelt, dass da dann schön gefarmt werden kann. Das wäre mir ganz lieb. Ja, die hier bringen jetzt leider erstmal nichts. Da-da-da.
Wir haben noch 15 Ancient Souls übrig. Hier nochmal 10 rein investieren bringt halt nichts, weil da hätten wir 10 verbraucht, wären aber gerade mal doppelt so stark. Also das rechnet sich erstmal noch nicht. Vielleicht sollten wir doch nochmal hier ein bisschen was reinbuttern. Die Sache ist halt, ich weiß jetzt nicht, wie das skaliert. Da gucken wir mal ganz kurz ins Wiki. Wiki, Clicker Hero, wie heißt der Typ? Ponyboy. Ponyboy. Lalalala. 1625. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt hier nochmal 2 Level kaufen, dann opfern wir 9, haben aber dafür die dreifache Anzahl an Hero Souls. Macht das Sinn? Wartet mal kurz. Mal gucken, was passiert. Wir könnten 9 opfern. Dann kostet das nächste 6. Das heißt, wenn wir jetzt 3 Level dazu kaufen, hätten wir genau 15 Ancient Souls, die das kostet. Ich rechne mal ganz kurz aus. Das wären ja quasi, jetzt muss ich mal gucken, 6 hoch 2 mal 1000. Also quasi dann 36.000, jo. Also, naja, gerade mal das Vierfache, sage ich jetzt mal. Ja, obwohl, eigentlich genau das Vierfache, doch. Haut hin. Genau das Vierfache. Dafür, dass wir aber alle Ancient Souls opfern würden. Ihr glaubt, rechnet sich nicht. Achso, halt hier. Mal ein bisschen weiterkaufen. Sonst geht hier noch meine Ascension die Puste aus. Das wollen wir ja nicht. So. Okay. Vielleicht sollten wir doch auf Komawakamaru gehen. Da könnten wir uns genau 5 Level kaufen? Nee. Doch, das wären genau 5 Level. Da hätten wir genau 15 Ancient Souls. Ach. Über den Moment, wo man sich komplett unsicher ist. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Genau, 15. Dann hätten wir aber gerade mal 50% mehr Effektivität auf Kumawakamaru. Das ist halt auch eher so lachhaft. Da. Na gut. So. Dann haben wir ordentlich Primal Souls.
Über den Moment, wenn man im letzten Moment noch versucht, aus dem Wort die Mehrzahl zu bilden. Ja. Oh, ein Fisch. So, das heißt, in dieser Ascension müssen wir jetzt mindestens auf 1E, naja, ich sag mal mindestens 1E8 kommen, bevor wir wieder transzenden, wobei ja, 1E8 ist halt relativ witzlos. Also, ich versuche jetzt mal diese Ascension ein bisschen länger zu halten, dass wir ja nicht nur wieder zweimal ascenden und dann wäre ganz schön witzlos. Vor allen Dingen, umso mehr Hivos-Holz wir haben, desto effektiver, wie gesagt, kriegen wir auch Komma-Wagamaru. Also umso höher gelevelt kriegen wir ihn halt. Dann sollten die Ascension jetzt auch etwas schneller gehen. Warum ist der Dude so scheiße teuer? Das frage ich mein Leben lang. Easy. Aha. So. Danke. Danke. Click Damage. Das kriegen wir doch auf jeden Fall hin hier. Easy. Na komm. So, auch nochmal Click Damage. Also kritischer Click Damage, aber Click Damage ist Click Damage. Da gibt es keinen Unterschied. Nee. Eine Mine. Danke. Was wurde aktiviert? Oh, Super Klicks. Sehr schön. So, und ich Gold bekommen. So. Okay, hier fehlt noch ein Upgrade. Dann haben wir hier oben soweit schon mal wieder alles fertig. Gott, das geht da schnell, ist ja hier. Meine Güte. Danke. Danke. Perfekt. So. Tja, ich bin am Überlegen, ob wir uns noch zwei Autoklicker holen. Die Sache ist, hätten wir halt für die Quick Ascension nicht mal so viel zur Verfügung, weil zwei Klicker kosten 550. Das heißt, danach haben wir nur noch 110, also 113 übrig. Das heißt, da müssen wir wirklich mit den Ascension, mit den Ascensions immer so lange warten, bis wir auch wirklich die Rubine wieder rein haben, um eine Quick Ascension machen zu können. Aber wir hätten dann dafür noch mehr Autoclicker-Power, ne? Ist schon nicht verkehrt. Na gut. Ich meine, noch reichen hier die drei Autoclicker, die machen eigentlich relativ guten Dienst. Und die Frage ist ja, wenn wir sowieso später auf den passiven Build wechseln wollen, dann würden uns ja die Autoklicker sowieso nicht mehr so viel bringen.
Da brauchen wir bloß noch einen Autoklicker, um die letzten Helden hochzuleveln und vielleicht noch einen Autoklicker, um hier irgendeine Eigenschaft irgendwie zu aktivieren. Und mehr dann halt nicht. Das wäre es dann. So. Ach, wir sind schon wieder bei Armin Hopp. Ah! Genau, das haben wir schon eingesammelt. Voll witzig, dass hier halt immer das steht, was man jetzt bekommen würde, obwohl ja das Wort collected heißt, dass hier eigentlich das stehen müsste, was man tatsächlich bekommen hat. Und nicht das, was man jetzt aktuell dafür bekommen würde. Also eigentlich ist das hier irreführend, ne? Ja. Unter 13.000 Schaden im Vergleich zu den apostrophisch hohen Schaden. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Da blüht einem die Leber auf. Achso, siehst du, bei der ersten Ascension. Oh, siehst du, jetzt haben wir direkt ein Relikt bekommen. Habt ihr gerade dieses blaue Ding gesehen? Spult ein bisschen zurück. Direkt nach dem 100er Boss kam direkt das Relikt. So ist es halt normalerweise. Und deswegen, trotzdem schon Level 4? Okay. Normalerweise ist das dann eigentlich Level 1. Okay, na gut. Oh, nochmal zwei Level für Jaggernaut. Jetzt haben wir also 4%. Ich hätte also Jaggernaut gar nicht gebraucht. Na gut. 50% von Golden Chest. Also Treasure Chest meine ich doch. Und Double Ruby. Wow, richtig schicker hier. Alles drei Features, die ich mag. Nice. Behalten wir auf jeden Fall. Naja. Nach der Transcension wäre er sowieso wieder weg. Von daher, so lange behalten wir den sowieso nicht. Aber bis dahin, immerhin, machen wir. Ach, Level 100. Warum so teuer? Nicht teuer, sondern warum? So, böse. So, hier oben haben wir alles. Sehr schön. Hey, Ronny, du hast die Ascension doch nicht aktiviert. Du hast noch gar nicht alles, du Hurensohn. Ja. Eingeschaltet. Aha, da haben wir Reload. Sehr schön. Oh, ja. Gerade 7000 Hero Souls vom ersten Boss. Lässt sich sehen. Kann man machen, auf jeden Fall. Können wir jetzt eigentlich direkt ascenden. Ja, komm. Dann lassen wir hier gar nicht lange warten, sondern ascenden direkt. Dann können wir nämlich jetzt schon mal anfangen, hier relativ guten Bild aufzubauen. Gold nehmen wir mal. Nee, alle Scheiße. Kumawakamaru nehmen wir mal, auf jeden Fall. Die leveln wir mal hoch auf Level. Reicht so. So, dann der nächste wäre Gilded Damage. Nehme ich einfach mal, weil er einfach gerade da war. Gold von Treasure Chest, auch ganz gut. Wo sind die ganzen Click-Damage-Macher hier? Was ist denn los? Schon wieder Gold. Hallo? Also langsam fällt's auf. Ah, geht doch. Ah, na, endlich. Vor allem langsam wird es auch ganz schön teuer. Was fehlt uns denn jetzt eigentlich noch? Das fehlt uns auf jeden Fall noch und ich glaube mal, dann lasse ich das erstmal. Ja, Rest lasse ich erstmal. So, dann machen wir den mal hier auf Level 9. Quatsch, Level 10 natürlich. Ich mache das mal wieder so, geht schneller. Den kann ich hier auch 8 Level spendieren. Den hier 9 Level. Den auch 9 Level, den auch 9 Level.
haben wir überall erstmal eine solide Grundbasis, die mir auch ein Level. Ja, komm. Oha. Langsam wird's teuer. So. Meine Klicker mache ich mal alle auf Level 20 oder Level 30? Gute Frage. Ich lasse sie mal bei Level 20, mache dafür aber auch meine Goldies hier auf Level 20. Oh, Golden Click habe ich jetzt auch gekauft. Upsala. Ach, nicht so schlimm. So, na gut. Dann machen wir hier ein bisschen aufräumen. Dann wischen wir einmal feucht durch. So, wieder meine bekannte Technik hier mit erst 25 und dann 100. Kann ich schaden, kommt immer gut. So. Gut, dann würde ich mal sagen, ich versuche mal jetzt nochmal, ich versuche jetzt wieder bis Frostleaf zu kommen und dann machen wir eine kurze Aufnahmepause, also den Folgenpause bis zur nächsten Folge und dann, ja, warte ich mit der nächsten Folge wieder, bis der hier ausgeboot hat, also bis der Instakill weg ist. Wisst ihr was, wenn wir Golden Klicks haben, dann können wir uns eigentlich auch deinen Partner holen, und zwar der die Dauer von Golden Klicks verändert, weil Golden Klicks ist eigentlich relativ gut, den habe ich bei mir auch in meinem Bild mit drin, weil Golden Klicks tatsächlich einer, also quasi die einzige Fähigkeit von den Dingern ist, die ich wirklich aktiv nutze, weil, wie gesagt, er hat halt einen Partner, das heißt, die Dauer wird verändert, aber auch die Effektivität sieht man ja hier. Man kriegt mehr Gold und man kriegt es länger. Und wenn man den, der es dafür sorgt, dass man länger Gold hat, hoch genug skillt, dann dauert er quasi länger als ein Cooldown. Das heißt, man braucht einfach nur einen Autoklicker hier rauf halten, also hier raufsetzen. Und schon hat man quasi dauerhaft Golden Klicks und damit dauerhaft viel mehr Gold, wenn man den entsprechend hochgelevelt hat. Und ja, das ist halt eine Sache, die ich halt persönlich sehr gerne gemacht habe, als ich hier selber aktiv gespielt habe. Wie gesagt, ich habe ja vor unserem Let's Play hier mit der Browser-Version auch gespielt. Und da habe ich das halt so genau so gemacht. Und ja, das war eigentlich eine ganz gute Kombi. War ganz geil. Von daher können wir das echt so machen. So, machen wir hier wieder über Level kaufen. Level, Level, Level und er levelt noch. Danke. So, dann ziehen wir hier schon mal überall nach. So. Bam, baram, baram. Sehr schön. Gut, gut, gut. Gefreut mir. Wisst ihr was? Damit ich hier nicht die ganze Zeit rum überlege, machen wir es einfach mal. So, jetzt habe ich meine Sollmenge erreicht. Damit bin ich glücklich. Wie gesagt, ich privat versuche immer mit 5 zu spielen.
Von daher, damit ich mir nicht über den Kopf zerbrechen muss, ob ich das hier auch mache oder nicht, mache ich es einfach. Und dann könnt ihr mich alle mal. Können wir immer noch zwei Quick Ascensions durchführen? Wie gesagt, jetzt versuche ich ja immer pro Quick Ascension ein bisschen, pro Transcension mir ein bisschen mehr Zeit zu lassen. Das heißt, dass ich auch versuchen werde, die Transcension so lange aufrecht zu erhalten, dass wir innerhalb der Transcension auch 50 Rubine wieder einsammeln. Ob das passen wird, weiß ich noch nicht. Weil, wie gesagt, ich lasse den Browser nicht mehr im Hintergrund offen. Und bei der alten Let's Play zum Beispiel war es ja so, dass, wie gesagt, der Browser im Hintergrund immer offen war und ich immer mal vorbeigeguckt habe, ob hier so ein Fisch rumgeschwört hat. Geschwört ist, eigentlich doch. Und das geht jetzt natürlich dann nicht. Von daher bin ich mal gespannt, ob wir das so packen. Andererseits, ich meine, die ersten, naja, drei Transcensions, die werden vielleicht noch ein bisschen kürzer werden. Aber dafür haben wir ja hier noch Rubine. Und später werden die Transcensions aber an sich halt von sich auch schon lange dauern. Weil dass eine Transcension so kurz geht, ist halt nur jetzt, weil wir halt noch relativ wenig Hero Souls erbeuten können, Strich brauchen. Ja, das wird aber später halt nicht mehr so sein. Gerade weil halt allein eine Ascension ja immer und immer länger dauert. Und damit natürlich auch die Transcension als solches. So. Okay. Dann würde ich mal sagen, mache ich mal so und so. Und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt, Insta-Kill-Phase ist vorbei. Bis dahin.